Ich begrüße euch zurück hier in Novigrad, direkt vor Ciri. Oh Mann, wie lange haben wir sie gesucht und jetzt steht sie hier und wühlt nach Büchern. Darf ja nicht wahr sein. Ja, das letzte Video, was soll ich dazu sagen? Radovid ist tot, Dijkstra ist tot, Temerien verhandelt, also das ehemalige Temerien verhandelt mit Nilfgaard. Alles verrückt, wenn ihr mich fragt. Aber wer nicht verrückt ist, ist hoffentlich Ciri, oder? Suchst du was Bestimmtes? Ein hübsches kleines Schmuckstück. Ein Geschenk für jemanden? Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Ja, ich meine, ein kleiner privater Rachefeldzug und Dankesreden verteilen, warum nicht? Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Die Tempelinsel, welch ein interessantes Ziel. Da wurde vor kurzem noch ein König ermordet, habe ich gehört. Oder eher gesagt, auf dem Weg zur Tempelinsel. Ciri, Ciri, Ciri. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Zahltag. Geh mit Ciri zu Hurensohn Junior. Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Wie sehen Nilfgaardisch aus? Oh, du kommst aus dem Süden. Ich muss sagen, Ciri, durch die Kapuze bist du total unsichtbar. Man erkennt dich gar nicht mehr. Wir haben den doch wirklich getötet. Das ist aber sehr interessant, dass er noch am Leben ist. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Ja, ihr wisst ja, ich ziehe das Zeichen gerne der Gewalt vor. Wie wär's mit einem Geschäft? Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Schrecklich blass. Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Okay. Junior. Ich denke mal, jetzt wird aber sein letztes Stündchen endgültig geschlagen haben. Denn ich glaube nicht, dass Ciri ebenfalls... Ja... ungenau arbeiten wird, sagen wir es mal so. Sieh einer an, wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt. Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Ich wollte gerade sagen, der verhält sich nicht gerade wie Hurensohn Junior. Ja, der Doppler. Gut, aber trotzdem beweise es. Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Das war ein idiotischer Witz, das stimmt. Ja, warum musstest du unbedingt die Gestalt
dieses Abschaums annehmen? Das ist eine gute Frage. Wäre nicht nötig gewesen, wenn du nicht Hurensohns Gestalt angenommen hättest. Was zum Henker sollte das? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Na gut, ich würde sagen, das ist doch eine schöne Lösung, oder? Und auch toll, wie immer diese Zeichnungen zwischendurch eingespielt werden, um sozusagen die Schicksalsentscheidungen, die wir getroffen haben, zu präsentieren. Ja, aber hast du denn keine Angst, entlarvt zu werden? Ich meine, professionell warst du ja gerade nicht. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Ich muss sagen, ich fand die Vorstellung ganz, ganz grausam. Aber okay, wie läuft denn das Geschäft? Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Und doppelt so viel Anstatt für Novigrad. Wir haben also jetzt sozusagen einen Halunken getötet und ihn durch den gleichen Halunken ersetzt, nur dass er, ja, wohltätig ist. Und die ganzen Leute von Hurensohn sind damit auch friedlicher geworden. Meine Güte, wir sind ein Held. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Mit dem Ende kann ich gut leben. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Ich komme sofort, Ciri. Einen Moment bitte. Lucy. Lucy, hört sich an wie ein Hündchen oder so. Wo ist das Problem? Ich in war meinem mal in Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit aber Ketten, Teller zerbersten. Ich habe Haut. Angst, dort zu sein. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom Welt. Das ist? Ich will auch nicht knausern. Halt mal die Klappe, Ciri. Ja gut, gerne. Klingt nach einem Wicht oder etwas einem Wettermacher. Am Anfang war es ganz gut, schön ich kümmere mich drum. Ich war nicht so ich gut danke darin, dir vielmals. Ich komm mit mich dir. Fest konzentrieren ich zeig und dir hoffen, den Weg. Dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Das ist super. Ich bin sofort wieder da, Ciri. Red ruhig weiter. Ich höre dir zu. Ungläubiger. Aber blöd platziert die Aufgabe, oder? Unsere Hexe ist auf ihn! Ja, mal wieder eine Falle, oder was? Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt?
Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Mhm. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Was für ein Miststück mal wieder. Immer das Gleiche. Also, diese Passantenaufgaben sind auch sehr, sehr schwer zu durchschauen. Wenn 99% davon einfach nur Fallen sind. Und der 1% sind verbuggte Aufgaben. Nein. Okay, Siri, ich hab dir jetzt zugehört. Ich bin sofort wieder da, Siri. Sag nicht, sie ist weitergelaufen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das haben die aber blöd gemacht, dass die Aufgabe da erscheint, während man da mit Siri langläuft. Ich meine, was für ein Zufall, dass genau jetzt die Frau das Problem hatte. Ärgerlich. Wie riesig Novigrad aber ist, oder? Unglaublich. Nilfgaard ist nach Skellige gesegelt. Ist es das? Das wäre aber gar nicht gut. Taps, 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 taps. Wer einen Magier bei sich versteckt, wird an seiner Seite brennen. Ja, ja, das weiß ich, dass es die Bank ist. Danke für die Info. Ganz kurz. Stufe 34 haben wir, endlich die höchste Rüstung erreicht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ganz kurz. Ja, ich soll euch aufklären. Ich will kurz gucken. Es war 34, oder? Ich meine schon. Meisterliche Bärenrüstung. 34. Das können wir herstellen. Das auch. Das auch bestimmt. Naja, wir werden sehen. Es sind hier noch 2 Level, daher erstmal Ruhe bewahren. Siri. Ich hoffe, sie hat dich die ganze Zeit weitergeredet. Da bist du ja. Wer ist drin? Oh, die war aber sauer. Na gut, gehen wir. Gehen wir. Okay, Siri nimmt das G mit Siri zum goldenen Stör sehr wörtlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr Alter je trocken sein wird. Tja, da hilft nur ein Entzug. Die Schwarzen, Britannia? Hauptsache, bezahlen und schlagen. Ich habe ein ungutes Gefühl, genau wie die Tür. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Das glaube ich aber schon. Zieht eure Waffen. Bringen wir es hinter uns. Was? Du willst ihr wehtun. Ich lasse es nicht zu. Wir streiten uns und machen einen riesigen Schwanzvergleich. Ich habe keine Zeit für sowas. Zieht eure Waffen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Schön, dass Siri da die Leute total fertig macht und wir total versagen. Okay, ich nehme alles zurück. Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter?
Ja, Geralt von Riva. Geralt von Riva. Der Geralt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Ah ja, und das wäre? Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Wir haben hier gerade nur drei Leute drin abgeschlachtet. Hier liegt irgendwo ein Kopf drin rum, aber ist ja egal. Da redet man erstmal in Ruhe. Also, deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Ciri versteht dich schon, Geralt. Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Siehst blass aus. Boah, meine Güte, also wer die ganze Handlung geschrieben hat, die Flucht und die Suche, meine Güte, wie verzwickt das alles ist, das ist unglaublich. Ah ja, und da haben wir dann wohl die Gaukler. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo. Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Ist das schön, hier jetzt nochmal mit Ciri zusammen die ganzen Personen zu treffen. Ich find's ja toll. Ja. Erstmal danke, dass du Ciri überhaupt aufgenommen hast. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade zwei Pferde verloren. Und zwei weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Ja, ich denke mal... Ist ja wegen irgendwas sauer. Der ist auswegslos. Also, was hat mit Sauersein zu tun? Nee, können wir vielleicht irgendwie helfen? Ich meine, wir haben 33.000 Kronen. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen?
Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Ja, natürlich. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Wir sind Meister von Skellige, von Wehlen, vom Himmelsreich, von der Unterwelt. Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Plötze, Gott sei Dank. Sonst hätte ich nicht mitgemacht. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. Ihr seid beide hinten, ihr Nasen. War ein schöner Weg, oder? Schneller, du bummelst! Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Geralt. Ladezeit. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Ja, wir haben ja keine anderen Probleme, die da irgendwie heißen Wilde Jagd und Nilfgaard und Roschs Plan mit Nilfgaard. Einige Stunden später... Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Das kannst du alles gerne machen, aber zunächst müssen wir die wilde Jagd besiegen, schon vergessen. Märchenhaft. Aber zuerst müssen wir die wilde Jagd besiegen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Okay. Es kommt, wie es kommt. Ja, was meinst du denn damit? Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Ich verstehe, was sie meint. Sie meint, normal zu sein, kein Blut der Ältesten zu besitzen, keine Verantwortung, keine Pflicht, nicht eventuell zu einem Werkzeug zu werden, sondern ein Mensch zu sein und auch ein menschliches Leben zu leben. Ich auch. Manchmal ist es eine Last, ein Hexer zu sein. Genau wie mein Erbe. Ich wäre so gerne gewöhnlich. Aber was du bist, ist großartig. Das ist wohl wahr. Das bist du aber nicht, sondern zu Großartigem geboren. Was ich seitdem zu hören kriege. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Geschenke können auch zurückgewiesen werden. Nein, wir werden Eredin besiegen, dann wirst du frei sein, dafür sorgen wir. Auch wenn es, wie sie gesagt hat, vermutlich erst der Anfang sein wird. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders.
Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Das glaube ich eher weniger. Je schneller du diese Illusion loswirst, desto besser. Wie meinst du das? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Hast du die Pferde gekriegt? Gekriegt ist ein ganz schlimmes Wort. Ja, auf eine gewisse Art und Weise amüsieren wir uns, indem wir unsere Privatsphäre schätzen. Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar! Ich weiß ja nicht, ich will eigentlich keine Pferde stehlen. Ich wäre auch bereit, sie zu kaufen. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Ein großzügiges Angebot. Aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Na gut, dann hast du mich gerade überzeugt. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Wenn das alles mal so einfach wäre. Egger, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Das sollte lustig werden. Aber ich gehe raus. Hehehe. Pferde, Pferde, Pferde. Stalltüren öffnen. Was tut er denn her? Du wirst es nie lernen. Böse Wache. Was hat Geralt, du alter professioneller Dieb. Darf nicht wahr sein. Ah, da ist der Schlüssel. Nimm ihn dir, da liegt er doch. Such doch nicht so lang. Schnell, rein mit euch. Axi, Axi, Axi. Ich muss die Pferde beruhigen, bevor sie die Wachen aufwerfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Böse Pferde. Plötze ist viel lieber. Ich glaube, das haben wir geschafft.
Vielleicht will Siri ja noch irgendjemandem auf Skelly Gedanken, dann können wir da auch nochmal eben hinsegeln. Vielleicht in Ochsenfurt noch jemand. Oh wei, oh wei. Und ich meine, die Ladezeiten sind länger geworden. Nagelt mich an den Pranger, aber ich bin mir recht sicher. Juhu, wir haben es geschafft. Toll gemacht. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Ja, schöne Abwechslung vom Monstertöten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Ja, ja. Damit fehlt nur noch Avalach und dann können wir tatsächlich Yennefer und die Loge der Zauberin im Gasthaus treffen. Wahnsinn. Okay, da würde ich sagen, Leute, bevor wir hier beim nächsten Mal weitermachen, muss ich leider das Video beenden. Tut mir leid, Leute. Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. So, das war's hier an der Stelle mit The Witcher 3 Wild Hunt und hier geht es morgen weiter. Vielen Dank und bis dann.